Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Red Faction Remastered. So, wir haben letzte Mission viel zerstört. Ich hatte ein Panzerchen, es war wunderschön. Und jetzt machen wir die nächste Hauptmission. Wo müssen wir hin? Bin ja gestorben an der Ende letzter Folge, aber wir haben das freigespielt. Wir haben genug zerstört. Und jetzt müssen wir dahin. Siehst du, ich wette, ich meine, das ist auch irgendwas mit Ablenken. Wir müssen da in der Basis Unfug stiften, aber die ist ja schon so gut wie hinüber. So viel dazu. Er hat gesagt, soll Sprengsätze mitbringen, aber die haben wir. Ich wette, wir kriegen so einen Roboter oder so. Ich wusste, dass das irgendwie... Oh Gott. Was damit zu tun ist... Ach so, warte mal. Da hinten ist sogar Dingens-Territorium, glaube ich. Ich will auch gerade irgendwas fahren. Wäre cool, wenn die Guerilla viel mehr mit so Fahrzeugen rumfahren würden. Aber die steigen immer nur aus und sterben dann. Wäre cool, wenn die Guerilla halt mit so Fahrzeugen mit so einem Maschinengewehr kommen würden. Also nicht mit so einem stationären, sondern einer steht dran. Ja? So wie bei den IDF, aber halt, naja. So klassische Guerilla halt. Halt! Guck mal, ist hier was abgestürzt? Nö. Steht aber immer noch viel, ne? Obwohl ich zerstört. Wo war ich denn? Ne, hier sind wir nicht durchgegangen. Wo war ich denn letzte Folge? Oh Mann, das steht immer noch. Greift mich noch nicht an. Gut. Auf diesem Flugplatz ist ein Geschwader von IDF-Kampffliegern stationiert. Deine Aufgabe ist es, die Flieger zu zerstören. Sam hat uns Höhenmesserladungen geliefert. Sie sind so präpariert, dass sie in 10 Meter Höhe detonieren. Wie du den Job erledigst, ist egal. Hauptsache, er wird erledigt. Wenn du das schaffst, ist der Luftraum über der Freifeuerzone frei. Und wir haben eine Chance gegen ihre Artillerie. Kinderspiel. Ich dachte, ich habe ein Fahrzeug oder so. Aber da gab es doch den Panzer. Was ist hier mit? Da stand der Panzer. Vielleicht ist er wieder da. Wir gucken mal kurz. Ups. Du hast Sprengladungen. Benutze sie. Zerstöre diese Flieger. Kein Panzer, leider. Hallo. Blöder Panzer. Guck mal, ist alles wieder da. Oh. Ich muss irgendwo hoch. Mist, da komme ich auch nicht hoch. Und wo ich alle Landepads hier aus von hier. Wie viele sind das denn? Das sind doch nur 4 Stück. Okay, nochmal. Nochmal. Und die starten. Ich dachte, die fliegen nicht weg. Wenn die Säcke anfangen, einfach wegzufliegen. Fahren einfach jetzt direkt rein. Ist mir egal. Karte. Genau, so. Ich folge einfach der Wegmarkierung. Wir haben leider den Panzer ja nicht mehr. Kann ich nicht irgendwie von da oben da drauf schießen? Ich habe die Basis erreicht. So, wir machen das von da oben. Aha, jetzt sagt er das, glaube ich. Ist nicht gerade meine Stärke. Ja. Da sagst du was.
Können aber natürlich auch einfach unser Gewehrchen benutzen. Ups. Du hast Sprengladungen. Benutze sie. Zerstöre diese Flieger. Oh, es hat eine gute Reichweite. Ist er tot? Das war's. Dank dir ist der Luftraum über der Freifeuerzone nun sauber. Bald können wir endlich einen Angriff auf diese Kanonen wagen. Sehr schön. 100, 100, 200 insgesamt. Das war jetzt Gott sei Dank leicht. Badlands befreit. Was ist das? Freigeschaltet. Rüstungsstufe 2. Wenn man vom Teufel spricht. Letzte Folge habe ich das bemängelt. Wunderschön. Set waren sie Badlands, ja. Wunderschöne Badlands. Jetzt können wir noch ein bisschen Geld machen. Guck mal, hier habe ich das nicht schön freigeräumt. Ist das nicht wunderschön? Dass der Panzer nicht irgendwie spawnt oder so. Aus dem Bahn! Aus dem Bahn. Wir sind. Und hier habe ich auch schon mal alles zerstört. Wie sie weglaufen. So, und hier ist noch. Oh, der Bunker ist auch wieder da. Oh. So, wir gehen mal. Wir schießen mal ein bisschen hier rein. Oh, oh. Guck mal, ich habe 631. Sollte eigentlich reichen. Egal. Oh, wir machen es, bis ich tot bin. Und das ist jetzt anscheinend auch... Oh, das ist Munition. Wir machen es, bis wir tot sind. Mehr, 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 mehr. Plus 3. Ach, hier sind wir wieder. Oh, jetzt bin ich aber gut im Kreis gefahren. Geil, da ist ja noch den Turm. Den müssen wir noch wegmachen. Wieder? Ich glaube, der bringt nichts mehr, wenn wir den schon weggemacht haben. Doch. Sehr gut. Stimmt, jetzt sind ja auch gar keine EDF mehr hier. Ist ja befreit. Jetzt kann ich mir Zeit lassen. Stimmt ja. Da waren aber irgendwie noch Reste, ne? Glaube ich. Weil Alarm ertönt nicht mehr. Lalalala. Der Abrissmeister. Sehr schön. Jetzt können wir uns nämlich richtig Zeit lassen damit. Obwohl ich es nicht tun werde, aber trotzdem. Ich hasse Metalltreppen. Da hinten ist ein langweiliges Zeug. Sechshundertvierundsiebzig.
Meins. Ja. Ist da noch so ein EDF-Fahrzeug oder so? Guck mal hier, da sind noch Reste. Bleib doch mal liegen. Wie bitte? Ich hab dich nicht verstanden. Weg damit. Brauchen wir nicht. So. So, wir haben da noch irgendwas Großes hier, glaube ich. Haben wir noch irgendwas Größeres hier. Nein, jetzt ist aber im anderen Territorium. Da ist so ein Loch. Ja, sonst. Dahinter. Da war ich aber auch schon, aber wir gucken nochmal. Oh, es sind aber noch EDF. Aber wie gesagt, Verstärkung bekommen sie nicht mehr. Wo bleibt denn meine Verstärkung? Aber die kommen jetzt auch nicht mehr, ne? Ist natürlich blöd. Hol da hinten. Ich arbeite hier. La 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 la. Was ist denn eigentlich hier drin? Hier wohnt einer. Wohnte. Wie die Ameisen. Gibt keine Hilfe mehr. Kommt da Verstärkung? Ah, ne. Wir müssen aber jetzt irgendwas aufsammeln, glaube ich. Ja. Ihr macht das schon, ne? Ich glaube, wir sind hier durch. Wir können uns eigentlich mal... Ach komm, wir fahren zu einem Außenposten, ist auch egal. Fahren wir halt irgendwo hin. Wenn ich nochmal ein Auto bekomme, sonst spreng ich mich jetzt in die Luft. Was war das denn? Sehr schön. Nein, 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 nein. Sehr schön. Wir stehen hinter dir, Mason. Ja, viel Spaß. Ich fahre dann mal zu einer Basis. Aber wo fahren wir hin? Wir fahren nach Norden, ne? Zu dem Ding. Und zwar hier ist sowieso nichts mehr. Fahren wir nach Oasis zu dieser Basis. Das Tolle ist, dass jetzt ja auch eigentlich gar keine Ziele mehr. Und die Brücke muss ich jetzt auch nicht mehr zerstören. Obwohl es cool gewesen wäre. Vielleicht machen wir es ganz am Schluss. Es kommt noch eine Brücke, die wir zerstören müssen. Aber ich weiß, diese hier war immer nervig. Man ärgert sich wirklich später. Ich kann es nur sagen. Brücken sind ja auch dafür da, die Wege kürzer zu machen. Effektiver. Und Brücken sollte man wirklich nur zerstören, wenn man denkt, das ist gut. Aber das ist es ja nicht. Wir wollen ja keine Infrastruktur zerstören hier, weil wir die später ja brauchen. Wenn man logisch denken will für die Zukunft der Bewohner auf dem Mars hier. Hier bin ich aber auch schon mal durch. Guck mal. Ist auch nicht mehr viel übrig. Aber hier sind die Reichen, Oasis. Von denen will doch keiner Widerstandskämpfer werden. Die sitzen an ihren teuren Schlitten und machen doch gemeinsame Sachen mit den Lappen. Das ist irgendeine Mission, aber wir wollen
den nächsten Armor holen auf jeden Fall. That is very important. Kann aber sein, dass das ziemlich teuer ist. Das kann natürlich sein, dass wir dort vielleicht sogar nicht genug haben. Ich glaube, ich meine, der war ziemlich teuer, weil ich meine, das ist das Beste, was man kriegen kann. Rüstung. Mehr aushalten. Ach, die greifen zu... Nee. Einen Unterschlupf. Nee, tatsächlich, unsere Base. Das ist ja interessant. Das hatte ich auch noch nicht. Ich komme, Verteidigung! Aldemar-Style! Oh. Hat funktioniert. Ich bin da! Das Autoloch explodiert. Tor, ich habe keine Munition. Kann ich hier nicht irgendwo an so ein Geschütze gehen? Mist. Da oben. Kinderspiel. Ach, 13, okay. Hallo? Ein harter Verteidigungskampf. Nee, nee, ihr müsst hier runterfahren. Tun sie aber nicht, ne? Und jetzt? Gewonnen. Ne, jetzt kommt nochmal 10. Was hat jetzt geschehen? Die geht doch nie rum. Ah, wenn man vom Teufel spricht oder hört. Oh, 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 oh. Boah. Die Basis ist bald nicht mehr existent. Ach, guck mal, der geht auch dran. Aber das ist meins. Guck mal, wo schießt die denn hin? Ah, dann gehe ich halt selbst kämpfen. Ach, hab ich gar nichts dabei. Was willst du denn da machen? Oh Gott. Heile, heile Gänschen. Generalaktion erfüllt. Das kriegt ich. Quantum Multiplikator. Gehen Sie zum Upgrade-Tisch, um freischalten Waffe-Upgrades. Erstmal auffüllen. Und wir müssen das Ding wieder auswechseln mit dem Raketenwerfer. Aber das Problem ist, na gut, Waffen kann ich mir immer aufheben, ja? Waffen kann ich ja immer überall aufheben. Ich bräuchte mal mehr Raketenmunition. So, Upgrade-Tisch. Der Commander setzt seine ganze Hoffnung auf dich, Mason. So, ich möchte gerne die Folge dann hiermit beenden. Bigger Bang, das kann man noch machen. Rüstungsstufe 2 ist 300. Kein Problem. Ist billig. Ich bin froh, Quantum-Mutter. Erhöhte Munition auf alle EDF-Singularitätsbomben lagern. Increased Count, get more Bombs. Ach so, ja, stimmt. Die sind eigentlich ganz cool. Machen wir mal. Lass mich wissen, wenn du noch etwas brauchst. Kit-Munition war es teuer. Gut, Leute, das war eine weitere Folge Red Faction Guerilla Remastered. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge. Und bis dahin. Haut rein.